Heute hat er gestanden. Wer? Der Mörder. In 8 Stunden stehe ich vor Gericht, um die Anklage zu führen. Ich. Schwarz und fürchterlich. Karl Anton Hofmeier ist tot. Ich weiß. Was haben Sie sich davon versprochen? Nichts. Ich weiß nicht, wie ich Sie verteidigen soll. Sie können sich nicht vorstellen, Doktor, wie vertraut mir dieser Anblick ist. Immer diese Stäbe und dahinter die Welt. So war es auch hinter meinem Schalter, als ich noch arbeitete. Als ich noch frei war. Hoffnung auf den Feierabend. Hoffnung auf das Wochenende. Alle diese lebenslängliche Hoffnung auf Ersatz. Und vor mir auf der Bank sitzt ein Mann, den ich immer besser begreife. Das Gericht ist vertagt. Der Staatsanwalt ist einfach verschwunden und verschollen. Madame Ken Santorin, Buch über der rauschenden Brandung die Stadt. Eine Stadt wie aus Kreide. Frei und einsam. Heiter. Ich bin in Öderland geboren, wo der Mensch nicht hingehört. Wo er nie gedeiht. Früchte der Arbeit, das sind die einzigen, die es in Öderland gibt. Nichts ist Geschenk. Hier mit eurem Graf Öderland ist er zum Lachen. Graf Öderland mit der Axt in der Hand. Wenn unsere Polizei nichts anderes zu tun hat, ich muss schon sagen, als einem alten Kindermärchen nachzulaufen. Danke. Kindermärchen? Warum schießen Sie nicht? Ich fürchte, das Sterben kaum. Aber ich opfere mich nicht, solange ich lebe. Ich heiße Jens. Und du? Ich? Graf Öderland. Graf? Wie Bäume im Wald. Ja. Graf Öderland. Und wo ist die Axt? Öderland, mit der Axt in der Hand. Hier. Mit der Axt in der Hand. Der Graf von Öderland, mit der Axt in der Hand. Und wehe, wehe euch allen. Ich sehe euch vor.